So, da. Die Stummschaltung ist aufgehoben, liebe Händler, liebe Trader. Schönen guten Nachmittag, schönen guten Abend. Schön, dass ihr alle da seid. Mein Name ist Christoph Radeke, bin von Ninja Trader. Jetzt suche ich gerade noch diese Fragenbox. Die ist jetzt leider noch nicht ersichtlich. Vielleicht, lieber David, kannst du kurz mal schauen, dass wir hier die Fragen auch eben einblenden können, der Teilnehmer. Ansonsten wird das ein Monolog. Das kann ich auch, aber ist wahrscheinlich ein bisschen weniger zielführend. Genau. Während der David mir hoffentlich gleich diese Fragenbox freischaltet, ein paar Infos allgemeiner Natur von mir. Ich warte jetzt mal, bis das kommt. Ansonsten starte ich jetzt mal schon langsam. Heute geht es darum, ich möchte euch ein kurzes Update geben, was denn in dem letzten halben Jahr oder sagen wir mal den ersten Halbjahr 2019 passiert ist. In den Märkten, aber auch speziell natürlich bei NinjaTrader und auch natürlich bezüglich der Software. Ich glaube, ein ganz ein gutes Datum für so ein Update, offen gesagt. Warum? Weil speziell jetzt im Sommer extrem viel passiert ist. Es ist ja letztes Jahr im Sommer auch beispielsweise diese ESMA-Regulierung eingeführt worden. Also sprich im CFD-Forex-Bereich hat sich extrem viel geändert, aber auch im Futures-Bereich hat sich viel geändert, wovon eben ihr meines Erachtens auch profitieren könnt. Ich möchte als erstes oder möchte und muss als erstes eben hier diesen Risikodisclaimer reinbringen, dass eben der Handel mit Finanzprodukten, sei es Futures, Forex, CFDs, eben Risiken mit sich bringt, hohe Risiken mit sich bringt und vielleicht oder womöglich nicht für jeden Trader, Schrägstrich, Investor geeignet ist. Sollte nur Risikokapital verwendet werden und da sollte sich, falls ihr das verliert, eben auch keine Situation oder eure Finanzsituation nicht ändern oder euer Leben sollte sich nicht ändern. Idealerweise nützt ihr nur Teile des Risikokapitals. Und darauf werde ich dann auch jetzt gleich mal zu sprechen kommen. Und wichtig ist auch Folgendes, natürlich, wenn es um systematischen Handel geht, ja, dass eine in der Vergangenheit erzielte Performance keine Garantie ist für zukünftige Gewinne. Leider, ja, ist ein Backtest nur ein Ausschnitt dessen, was natürlich in der Vergangenheit passiert ist. Natürlich kann man da nicht leider garantieren, dass das genauso weiterhin funktioniert. Da blinkt jetzt irgendwas. Ich kann jetzt was lesen. Genau, da habe ich gerade eine Nachricht bekommen im Chat. Aber ja, leider nicht von den Teilnehmern. Aber okay, David wird dran arbeiten. So, zu den Inhalten des Webinars. Ja, also erstmal ein paar generelle News. Was ist wichtig für euch, für uns? Dann hab ich ein paar Updates für diskretionäre Trader. Also sprich, das ist vielleicht jetzt nicht das, wenn ihr als vollautomatisierte Händler vielleicht braucht oder benötigt, aber generell, wir haben einige neue Tools eingebaut im NinjaTrader, die womöglich euch auch helfen, vielleicht euch auch neue Ideen geben. Das wird ein weiterer Teil sein vom Webinar, werde ich da ein bisschen was vorstellen. Und dann big, 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 ja, also große Neuerung meines Erachtens, also da sind wir jetzt in so einer experimentellen Phase. Die automatisierte Handel haben wir hier in die Neuerung reingebracht, also mit KI, mit so einer künstlichen Intelligenz, wo man eben Systeme bauen kann, wo jeder Dödel, sage ich mal, ein System bauen kann. Da ist der Strategy Builder wirklich schwer dagegen. Also wir werden dann in Zukunft im Grunde drei Arten haben, Systeme eben für sich selbst zu bauen. Durch den Strategy Builder, wie Martin König beispielsweise jede Woche in der Entwicklerkonferenz eben schon auch vorzeigt. Das ist so die, war früher oder ist die so die einfache Variante. Das ist so ein Klick-by-Klick-Baukastensystem, falls das jemand noch nicht kennen sollte. Wir nennen das Ganze Strategy Builder. Dann gibt es eine zweite Möglichkeit, mittels C-Sharp, in der Programmiersprache, kann man eben dann weiterführende Strategien bauen, die eben komplexer sind. Ja, also sprich, wenn du Programmierer bist oder wenn du dich ein bisschen mit Programmiersprachen auskennst, idealerweise mit C, dann wirst du da deine rege Freude haben. Feedback seit Jahren ist offen gesagt hier sehr, sehr gut. Und jetzt haben wir was rausgebracht. Das ist dann die Neuerung oder meines Erachtens eine massive Neuerung. Jetzt muss ich da mal mein Skype ausschalten. Okay. Eine massive Neuerung eben, die ich euch vorstellen werde.
Und dann am Schluss bringe ich euch so ein paar Tools und Gimmicks. Ich hoffe, ich habe Gimmicks richtig geschrieben, wenn ich ehrlich bin, für Systemtrader. Ja, Systemhandel mit NinjaTrader, einzelne Systeme zu handeln, ist ja super. Ja, funktioniert auch toll. Die technische Umsetzung meines Erachtens funktioniert auch gut. Trotzdem beispielsweise gibt es da ein paar Dinge, die man verbessern kann. Dafür haben wir auch unser Ecosystem. Vendoren, wie beispielsweise auch TraderFox mit der Ninja Academy. Jetzt komme ich mal als erstes aber auf den wichtigsten Punkt zu sprechen, wenn ihr Fragen habt. Ja, und das ist, wie gesagt, das A und O. Es gibt natürlich immer wieder Fragen, die im Chat vorkommen, in der Ninja Academy, im Forum oder auch generell, wenn ihr Fragen habt, wendet euch an uns, an unseren Plattform-Support, eben an plattformsupport.ninjatrader.com. Wichtig, unten, das ist nicht unter dieses Plattform Support at ninjatrader.com ist nicht falsch geschrieben, sondern im Englischen, also wie gesagt, nur mit einem T. Bitte wendet euch dahin, auch nur mit einem, auch mit einfachen Fragen, denkt euch nichts, wie gesagt, schreibt uns da. Ihr werdet eine Antwort bekommen und innerhalb eigentlich von 10 Minuten ist unsere durchschnittliche Antwortzeit, also das ist natürlich extrem. Solltet ihr ein komplexeres Thema haben, kann das natürlich länger dauern, aber im Schnitt, wie gesagt, dauert es etwa ein bisschen unter 10 Minuten. Wir tracken es intern extrem stark mit. Jetzt schaue ich mal, ob der Chat jetzt geht. Nein, geht immer noch nicht, aber okay. Jetzt eine wichtige Nachricht wirklich am Anfang. Das ist jetzt hier das Event, deswegen habe ich jetzt hier einen Teil von der NinjaTrader Website rauskopiert. Warum Micro E-Mini Futures handeln? Das ist wirklich das Thema gewesen seit Mai. Ja, Ende Mai wurden diese sogenannten Micro E-Mini Futures eben eingeführt von der CME. Und im Endeffekt ist das Folgendes, das ist meines Erachtens, und ich bin jetzt kein Mensch, der Superlative liebt oder eigentlich nutzt im normalen Leben. Das ist aber das meines Erachtens, wo die Händler, also ihr als Händler, aber auch die Broker als auch die Ausbilder meines Erachtens drauf gewartet haben. Wir haben in den letzten Jahren eben gesehen, also dass eben die sogenannten Minis waren natürlich immer ein sehr, sehr beliebtes Mittel eben zur Spekulation an den Terminmärkten. Da beispielsweise gab es eben hier, man sieht es hier unterhalb, den S&P E-Mini, dieser sogenannte ES, dann gab es den Nä oder gibt es den Nasdaq, dann gibt es den Dow Jones Mini Future, aber auch den Russell und der Name Mini kommt im Grunde davon, kommt aus den vergangenen Zeiten vom Parketthandel, weil es früher eben dann diese sogenannten Big Contracte, also die großen Kontrakte gegeben hat, die dann irgendwann zu groß wurden und dann wurden eben die elektronischen Mini-Kontrakte, also die E-Minis, elektronische Minis wurden dann eingeführt. Und die sind jetzt mittlerweile, da wir natürlich jetzt beispielsweise Punktestände haben von 25.000, 26.000 im DAO als Beispiel, wurden ja, zu groß. Und im Mai hat dann, jetzt habe ich hier Fragen, okay, ich sehe jetzt zwar was, wunderbar, kurz Fragen, Chat, okay, wunderbar. Wurden dann jetzt eben die sogenannten Micro-E-Minis eingeführt. Das ist ein Punkt, der jetzt, glaube ich, bei der Ninja Academy jetzt noch nicht so auf der Uhr stand. Aus dem Grund ein paar weitere Informationen dazu eben. Ja. Die beliebtesten Futures-Märkte im Endeffekt in Amerika und in den USA sind schlechtweg eben diese vier unten genannten Märkte, speziell natürlich vom Volumen her der S&P 500. Der S&P Mini 500 hat einen Kontraktwert oder einen Punktwert von 50 Dollar. Das ist eine Menge Holz. Ich werde euch das dann gleich nochmal an einem Beispiel zeigen. Ist nicht weniger auf alle Fälle. Und im Grunde diese E-Mikros oder die Mikrokontrakte bilden eben diese Märkte ab, aber eben nur mit einem Zehntel des Volumens oder der Kontraktgröße eben von den E-Mini-Märkten. Also sprich, man kann beispielsweise mit 50 Dollar Margin unter Tag so einen Kontrakt handeln. Das ist natürlich jetzt ein ganz anderes Thema oder eröffnet einfach komplett neue Möglichkeiten, weil man eben, ja, jetzt eben selbst mit einem kleineren Konto eben auch ein vernünftigeres Money Management oder Positionsmanagement betreiben kann. Bring dann dazu ein Beispiel, aber im Grunde möchte ich euch eben jetzt hier darauf hinweisen, dass es eben hier eine Neuerung gibt, eben seit Mai. Sprich, das Thema ist wirklich relativ frisch. Und im Endeffekt bieten eben diese Mikros eben Zugang zu wirklich den beliebtesten Märkten. Das sind immer noch gehebelte Investitionen, aber im Endeffekt sind jetzt hier dann eben die Einschussleistung, die man bringen möchte, eben durchaus geringer. Ein Markt ist jetzt hier nicht genannt. Das ist ein Grund, weil es den schon länger gibt. Ja, das ist jetzt beispielsweise der Mikro-Euro, den gibt es auch als Mikrokontrakt oder auch Gold.
gibt es als sogenannten Mikrokontrakt, also wenn ihn jemand suchen sollte, dieses Kürzel NinjaTrader wäre MGC, also Martha Gustav Cäsar, ja, also der Mikro-GC-Kontrakt. Man kann eben hier eben mit kleineren Konten eben in Zukunft auch vernünftiger handeln oder womöglich vernünftiger handeln. Das ist so ein Punkt meines Erachtens, wie gesagt, den ihr euch unbedingt anschauen solltet. Meines Erachtens das einschneidende Erlebnis oder der Ereignis, offen gesagt, mit dieser erstmal Regulierung für Futures-Händler im Laufe der letzten 10 Jahre. Also daher wirklich, schaut sich an. Bei Fragen, ich glaube, ihr könnt jetzt auch Fragen stellen. Bitte schreibt einfach hier Fragen in diese Chatbox. Ich hoffe, das sollte jetzt mittlerweile gehen. Zumindest ist bei mir jetzt hier so eine Box aufgetaucht. Und ja, dann machen wir hier weiter. Die Updates für diskretionäre Händler. NinjaTrader, eben um euch hier ein bisschen Feedback zu geben oder ein bisschen Einsicht zu geben in das Ganze. Wir haben etwa 80, 85% all unserer Kunden handeln diskretionär. Also sprich, die haben diese Händler, diese Kunden haben vielleicht einen Indikator, die haben vielleicht irgendwelche Trendlinien auf dem Chart, aber die handeln nicht völlig automatisiert. Und also sprich, diese Kunden sind noch unser Hauptkundenstamm. Persönlich bin ich eher, wie gesagt, ein Fan vom automatisierten Handel, weil eben dann die Psyche zumindest unterm Tag ein bisschen weniger rein spielen kann. Aber aus dem Grund natürlich bringen wir natürlich auch Updates raus für diese diskretionären Händler. Und ja, schaue ich mal die Fragen, kommt nichts. Gut, wunderbar. Als erstes haben wir jetzt hier eingeführt bei der aktuellen Version vom NinjaTrader, bei der 18.1 eben diese sogenannte Market Watch. Schaut jetzt auf den ersten Blick relativ unspektakulär aus, ist aber wirklich durchaus hilfreich. Also denkt beispielsweise an den Nasdaq, also dieser Technologieindex, und denkt an diese Fangaktien, Facebook, Amazon, Netflix, Google und irgendwas habe ich vergessen. Ja, da kann man eben beispielsweise dieses natürlich nutzen, wenn man sieht, okay, eine Apple, eine Amazon, die drehen ins Plus oder ins Minus. Was macht denn der Nasdaq als Beispiel? Innerhalb kürzlicher, mit farblicher Kodierung kann man da was machen. Was wichtig ist, ist Folgendes, bitte. Ihr müsst NinjaTrader an sich ab und an mal checken, ob ihr ein Update machen könnt. Im Regelfall bringen wir alle 6 bis 10 Wochen ein Update raus. Das sind jetzt natürlich, da es NinjaTrader 8 schon länger gibt, immer, ja, sind jetzt hier, sagen wir, Schönheitskorrekturen oder eben jetzt wie hier zu sehen, beispielsweise Erweiterungen. Aber trotzdem macht es einfach Sinn, eben NinjaTrader hier auf dem aktuellen Stand zu halten. Market Watch, wie gesagt, wurde eben bei der letzten aktuellen Version eben eingeführt, zeigt eben eine kurzfristige Entwicklung von dem Handelstag eben farblich kodiert. Als Beispiel habe ich gebracht, eben beispielsweise stellt euch vor, ihr habt eben Technologie-Stocks und handelt aber den Index. Man könnte hier eben womöglich eben, ja, sogar vielleicht irgendwelche so vorläufende Informationen bekommen, ob eben der Index vielleicht noch mehr anzieht oder nicht. Dann haben wir hier noch einen neuen Charttyp eingefügt, der womöglich für diskretionäre Händler ein interessanter Punkt ist. Und wir nennen das Ganze Equivolume Charts oder Bars. Im Grunde ist das Ganze eine Kombination, ja, aus Volumen und eben, ja, und normale Candlesticks. Und das Ganze, oder diese Kerzen, wie gesagt, werden im Grunde dann dicker, werden massiver, werden deutlicher dargestellt, wenn eben mehr Volumen gehandelt worden ist in diesem Zeitintervall. Also hier zu sehen ist beispielsweise der Mini-Dow Future, ein Endloskontrakt. Ich habe jetzt hier Kinetic-Daten verwendet. Ein Endloskontrakt, eben eine Minutendarstellung. Und dann seht ihr eben hier beispielsweise kurz nach 6:30 gestern, muss das dann logischerweise gewesen sein, kam da mehr Volumen rein, als die Märkte eben das Tagestief, das bisherige, gebrochen haben. Ist eine interessante Geschichte, weil eben hier auf einen Blick eben mehr Information geliefert wird, ohne dass der Chart eben vollgeballert wird, unter Anführungsstrichen, mit Indikatoren. Ja, wichtig ist, glaube ich, in jedem Beruf, in jedem Jobumfeld, in dem man sich befindet, dass man einen sauberen Arbeitsplatz hat, ja, dass man eben jetzt hier nicht 1000 Dinge auf dem Schreibtisch liegen hat, sondern eben klar und übersichtlich eben wahrscheinlich agiert. Langfristig macht das wahrscheinlich mehr Sinn. Aus diesem Grund eben hier womöglich eine Möglichkeit für euch ist, wenn ihr diskretionär handeln solltet, hier Informationen, ja, für euch nutzbar zu machen.
Darunter habe ich eben ganz bewusst offen gesagt noch hier einen Index mit reingebracht, den werde ich euch dann jetzt nochmal dann in Realtime auch zeigen. Das sind ist ein Index im Endeffekt, der berechnet wird. Die sind die Advancing Declining Issues. Der New York Stock Exchange gibt einfach an, wie viele Aktien steigen oder fallen. Ja, haben wir einen positiven Tag oder negativen Tag? Ist eine interessante Geschichte, wird auch speziell, und aus diesem Grund bringe ich das auch, wird auch speziell oft für den automatischen Handel gerne genutzt. Also hier diese Informationen, wie sich denn die Aktien verhalten. Genau, also komme ich dann später aber nochmal drauf, möchte euch das, wie gesagt, nochmal in Echtzeit zeigen. Vielleicht ist das eine gute Geschichte, die euch interessieren könnte. Indikatoren, ja, ist jetzt hier nichts Besonderes für euch. Warum? Weil Martin König daran schon gearbeitet hat und ein unglaublich cooles System oder ein unglaublich cooles Systeme damit baut und gebaut hat. Wir haben den Trendline-Indikator im Endeffekt auch jetzt hier voll mit reingebaut. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern der sich unterscheidet. Ich denke, der von Martin König ist ein bisschen komplexer. Trendline, wir nennen den Indikator eben Trendline, der sich eben an sogenannte Swing Highs und Lows orientiert. Also jetzt hier beispielsweise in dem Bild zu sehen, oder hoffentlich ihr könnt es gut sehen, sieht man eben hier, dass um 8:20 Uhr eben da so eine gelbe Linie anfängt und das eben ja, von dem letzten Swing High oder Low beziehungsweise zu dem Doji dann eben diese Trendlinie eingezeichnet wird. Vielleicht ist das ganz interessant für euch, wenn ihr Trendhändler seid. Für mich solltet ihr das auch mal vergleichen mit dem, was der Martin König gebaut hat. Ich glaube, dass das für Martin König ein bisschen weiterführender ist. Aber zumindest schadet es auf alle Fälle nicht, wenn man sich hier mal ein paar Infos holt. Dann, meines Erachtens, eine ganz interessante Geschichte für diskretionäre Händler, die jetzt nicht nur Daytrader sind, sondern auch mal womöglich einen Einstieg eben möchten, der vielleicht auch mal ein paar Stunden auf sich warten lassen kann. Ich denke da jetzt mal an Forex, ich denke da jetzt aber auch mal an Swinghändler oder an Trader, die eben jetzt nicht nur den kurzen Scalp möchten, sondern eben dann auch ein bisschen länger, eben längerfristig an den Märkten agieren. Wir haben die Alarmfunktionalität aufgebohrt, wenn ich es jetzt einfach mal. Wir haben eben unsere ATM-Strategien eben hier hinzugefügt, eben in den Aktionen der Alarme. Also sprich im Grunde, und ich bringe jetzt hier ein Beispiel mit rein, im Grunde können wir hier eben schöne, sage ich mal, Alarme eben setzen, wo man sagt, okay, bei Trendbruch als Beispiel, sende mir eine Nachricht, sei es eine SMS, sei es eine E-Mail, aber öffne auch beispielsweise in Trendrichtung mit Stopp- und Gewinnziel eine Position, und dann kann man eben noch diese Position eben verwalten lassen mit den ATM-Strategien. Also sprich, man hat den Stopp drin, man hat auch sein Gewinnziel mit drin, aber man kann eben beispielsweise noch sagen, okay, ich möchte eine Trailing-Stop-Variation, ich möchte verschiedene Arten des Trailing-Stops eben verwenden. Also im Grunde eine wirklich coole Geschichte, die, wenn ihr jetzt hier einen Trade habt oder beispielsweise auf einen Bruch von dem Trend wartet, eben eigentlich komplett automatisiert eben auch verwaltet werden kann. Also wirklich eine schöne Geschichte meiner Meinung nach. Die Möglichkeiten dahinter sind, wie gesagt, schon eigentlich sehr, sehr vielfältig. Ihr seht jetzt hier auch im Bild, da ist beispielsweise diese Time in Force. Wie in jedem eigenen Auftragsfenster könnt ihr beispielsweise auch hier mit verschiedenen Auftragstypen arbeiten, sei es eben die sogenannten Day Orders, die nur tagesgültig sind, aber natürlich auch GTC als Beispiel, die eben dann so lange gültig seid, bis ihr die löscht oder die dann von den Börsen gelöscht werden. Also sprich, im Grunde ist jetzt hier mit dieser Alarmfunktionalität eigentlich genau derselbe Handel möglich wie eben mit den normalen Superdome oder anderen Eingabenmasken auch. Es kommt eine Frage, wann die nächste Version kommt. Das ist jetzt nicht mehr lange hin. Aktuell ist jetzt die Version 18.1 aktuell. Die 19, also wir nennen das Release 19, eher 19, die ist eigentlich in den Startlöchern, wird offen gesagt auch viel kommen, wird speziell für Forex und CFD-Trader also meines Erachtens extreme Neuerungen kommen, worauf ich mich echt freue. Wirklich coole Geschichte, coole Sachen. Die sollte eigentlich schon vor 2 Wochen rauskommen, aber ein Entwickler, der war im Sommer im Urlaub. Aus dem Grund hat er sich das ein paar Wochen nach hinten verschoben. Aber wird eben, ja, bald kommen, ist nicht, wie gesagt, nicht lange hin. Genau. Dann eine neue Folie, vielleicht auch für euch interessant. Wir haben den Marktscanner auf Deutsch, haben wir erweitert.
Bitte seid jetzt hier nicht überrascht. NinjaTrader, wenn ihr neu seid, gibt es auch auf Deutsch. Ich habe bloß einen kleinen Bug gefunden, offen gesagt, in der visuellen Darstellung. Aus dem Grunde musste ich prüfen, ob das im Englischen auch so ist. Daher ist meins auf Englisch. Wir haben jetzt hier den Marktscanner erweitert um die sogenannte Funktionalität T und S Trend. T und S steht für Times and Sales. Bei Times and Sales, da geht es um Volumen. Ja, wie viel Volumen wird gekauft zu welcher Zeit? Ich zeige das jetzt vielleicht hier mal schnell, die Times and Sales Übersicht, dass man sich das besser vorstellen kann, um was da geht. Was nehmen wir da mal den ES mit rein? Genau. Sieht man hier jetzt eben, das ist jetzt hier ein Times and Sales Fenster. Da kann man sich vorstellen, dass hier vor Jahren sind jetzt hier die Händler wirklich, die kurzfristigen Händler da geklebt und haben eben geschaut, ist das grün, ist das orange, ist das rot. Warum? Weil man hier eben den kurzfristigen Flow der Aufträge eben oder der Orders oder der Kaufaufträge oder Verkaufaufträge eben sehen kann. Wir haben uns gedacht, okay, das ist nicht schlecht, bevor du jetzt aber als Händler eben hier klebst und im Endeffekt wirklich dann überlegst, wie du eben hier die Farbwechsel verfolgst, haben wir uns gedacht, wir können das packen, das Ganze in eben eine visuelle Darstellung, eben hier in den Marktscanner mit rein. Und ja, ist meines Erachtens eine ganz interessante Geschichte, weil man eben dann den Druck im Markt sehen kann. Ist ein Kaufverhalten da, ist ein Verkaufsverhalten da? Und man sieht jetzt hier im Screenshot auch beim FDAX, speziell beim FDAX, warum? Warum? Weil er wenig Volumen hat, offen gesagt. Ja. FDAX hat natürlich jetzt verglichen mit Eurostoxx Bund und Öl einen Bruchteil am Handelsvolumen und auch Markttiefe, wie jetzt die, sagen wir, hochvolumigen Märkte. Und dann sieht man jetzt hier beispielsweise in der Darstellung des T&S-Trends eben goldene Partien oder goldene Abschnitte und auch einen dunkel-lilanen Abschnitt. Und das bedeutet schlichtweg, dass diese Marktaufträge überhalb des Asks beziehungsweise unterhalb des Bids eben erfolgen. Zeigt dann womöglich dann Punkte, wo eben Stops dann rausgefischt werden oder wo dann eben ein Händler wirklich agieren muss, weil er dann eben jeden Preis eben bereit ist zu zahlen. Ist auf alle Fälle eine interessante Geschichte, speziell wenn man eben hier dieses Gelb und Lila sieht. Schaut euch das mal an, zu welchen Zeiten es stattfindet. Ist auf alle Fälle meines Erachtens eine interessante Sache. Jetzt habe ich da noch einen Punkt. Eine Sekunde. Eine Frage kam noch, Entschuldigung. Okay. Es kam noch eine Frage nach dem Marktscanner. Jetzt muss ich mal schauen, dass ich das irgendwie größer machen kann. Entschuldigen Sie bitte ganz kurz. Okay. Jan hat eine Frage nach dem Marktscanner. Kann man den Marktscanner eigentlich ausschließlich auf End-of-Day-Daten nutzen? Ich hatte beim letzten Versuch Fehlermeldung bekommen, dass keine Echtzeitdaten verfügbar wären. Okay. Wichtiger Punkt, die Frage vom Jan. Der Marktscanner ist an sich dafür gedacht, du kannst ihn natürlich in Echtzeit nutzen. Es hängt schlichtweg davon ab, mit was du NinjaTrader beispielsweise fütterst. Ich hatte vorher gerade das Beispiel gebracht. Ich gehe jetzt nochmal schnell hier zurück und zeige hier unten beispielsweise diese Advancing, die kleinen Issues, die ihr jetzt hier sehen könnt. Das ist ein Index beispielshalber, der nicht von jedem Datenprovider unterstützt wird. Ja, also sprich, Jan, wenn du den Punkt hast und du bekommst die Fehlermeldung, dass du keine Echtzeitdaten hast, schreib an unseren Plattform-Support, kontaktiere uns deshalb und dann schauen wir uns das an. Und ich möchte das Tod jetzt hier vom Stuhl fallen. Natürlich geht es. Ja. Das hängt, wie gesagt, einfach vom Datenprovider ab. Ja. Das ist der Punkt, ja, offen gesagt. Genau, also bitte nutzt es. Wie gesagt, schick uns da eine E-Mail, schreib uns da auf Deutsch und das bekommen wir auf alle Fälle hin. Okay. Dann haben wir hier für IB, speziell jetzt hier für TraderFox interessant. Ja. TraderFox ist ja, sagen wir, hat ja mit dem Partnerbroker CapTrader in Düsseldorf, mit den Weiß-Brüdern, und da kam oft die Frage auch nach CFDs, Gold und Silber haben wir hinzugefügt für die CFDs.
Ist eine Neuerung, wo ich jetzt nicht weiß, offen gesagt, wie stark die angenommen worden ist. Ja, wir haben jetzt gesehen, natürlich im letzten Jahr August kam diese ESMA-Regulierung. Da kam natürlich jetzt, oder viele Händler sind jetzt dann natürlich jetzt vom CFD womöglich weg, oder zumindest haben die nicht mehr in, sind jetzt nicht mehr in den CFD gegangen, sondern mehr in den Future rein. Auf alle Fälle haben wir das jetzt hier eben hinzugefügt. Wenn ihr mit CapTrader handelt, könnt ihr jetzt hier auch den Gold-CFD und den Silber-CFD handeln. Gut, dann für diskretionäre Händler meines Erachtens eine coole Geschichte, aber auch für Systemhändler, glaube ich, eine coole Geschichte. Ihr seht jetzt hier unten im Endeffekt einen neuen Indikator, den wir hinzugefügt haben, abseits von unserem Orderflow-Paket. Also ihr braucht es hier NinjaTrader nicht kaufen, um diesen Indikator zu sehen. Generell Übersicht in dem Fenster ist folgendes. Ihr seht wieder einen Dow Jones Chart, Mini Dow Jones, September-Kontrakt 2019, 10-Sekunden-Intervall. Und was ich gemacht habe, unterhalb ist jetzt hier unseren Block-Volume-Indikator, der anzeigt, wann hier denn institutionelle, im Grunde große Trader, wann die agieren. Und was jetzt hier zu sehen ist, ich habe jetzt hier einen Volumenfilter eingebaut, eben von 50 Kontrakten. Also der zeigt mir jetzt nur hier an, oder hier dieser, ja, Indikator schlägt nur an, eben wenn jetzt hier beispielsweise ein gewisses Minimum eben an Kontrakten eben gehandelt wird. Dem Beispiel sind es 50. Das ist jetzt für den Mini Dow Jones gar nicht so wenig, offen gesagt. Also da wird gern mal 15 Kontrakte, 20 Kontrakte gehandelt, aber 50 ist dann schon sehr groß. Das größte beispielsweise gehandelte Volumen mit einem Block Trade war beispielsweise 120 Kontrakte, und das ist offen gesagt für einen Block Trade im Mini Dow schon eine gewisse Hausnummer. Beim S&P Mini oder beim Eurostoxx ist das hingegen gar nichts. Ja, also sprich, das ist ein Indikator, den müsst ihr anpassen. Den könnt ihr jetzt nicht vom Markt 1 auf 2 genauso übernehmen. Da muss man ein bisschen mitdenken. Aber der Indikator zeigt schlichtweg Folgendes an. Hier ist ein Marktteilnehmer da, der hier Interesse hat, eben mehr zu agieren. Und das ist auf alle Fälle ein Punkt, der interessant ist. Vor einigen Wochen, denkt bitte zurück, als die Panik in den Märkten da war. Ich hole jetzt hier vielleicht meinen Chart schnell rein, wenn ich einen finde. Ups. Okay, das wollte ich nicht. Eine Sekunde bitte. Ich möchte euch bloß was zeigen. Die Situation, die wir hatten, als die Märkte wirklich stark abverkauft worden sind. Genau. Denke, das war der Tag. Jetzt will ich. Ja. 1000 Punkte Sell-off und dann Gap auf Öffnung. Ja. Okay, wunderbar. Das ist hier ein Punkt. Wenn ihr euch das anschaut in der Vergangenheit, ja, das ist hier ein 3-Minuten-Chart, dann wird ihr sehen, dass hier in dem Bereich Block Trade Aktivität war. Ja. Also ich mache das jetzt hier nochmal ein bisschen. Ich mache das jetzt hier nochmal mit einem Rechteck mal. Hier in dem Bereich wird man sehen, dass hier Block Trade Aktivität war. Ist meines Erachtens eine super Geschichte, wenn man eben weiß, okay, hier der Markt ist mega unter Druck. Hier springt einer rein, kauft 20, 30, 40 Kontrakte in den Markt, der eben extrem unter Druck ist. Wie gesagt, ist meines Erachtens auf alle Fälle eine Sache, mit der man sich auseinandersetzen sollte. Und ja, auf alle Fälle, glaube ich, ist ein wichtiger oder interessanter Hinweis für Händler oder für euch Trader, die eben, ja, eben mehr Informationen möchten, ohne dass es stören wird. Okay, das zu dem Thema Block Trades. Wie gesagt, der Volumenhandel ist auf alle Fälle eine Geschichte, die eben, ja, im Moment auf alle Fälle das beliebteste ist, was wir im Endeffekt in der Industrie im Moment haben. Dann schwenke ich jetzt über für euch oder zu den Systemhändlern. Ja, Systemhandel, wie gesagt, bringt ja seine eigenen Facetten mit sich, ist eine eigene Geschichte. Wir haben hier eben was Neues, komplett Neues, eben rausbracht, dass ihr eben in der Version 18.1 schon sehen könnt. Ja, wir nennen es AI, also AI Generate, also im Endeffekt keine Art künstlicher Optimierer mit künstlicher Intelligenz. Ist jetzt noch experimentell, also sprich, dient euch dazu, dass ihr hier noch ein bisschen üben könnt, ein bisschen rumspielen könnt. Wir verlangen oder würden uns natürlich auch Feedback von euch wünschen. Was macht denn dieser Optimierer? Und im Grunde ist es so, das Tool ist dafür gebaut, euch eben neue Strategieansätze,
finden zu lassen. Ja, also im Endeffekt könnt ihr hier im Moment noch, da wird mehr passieren, eben könnt ihr eben Standardindikatoren eben kombinieren, auswählen und eben damit eben Systeme bauen. Ja, ihr könnt aber des Weiteren auch Candlestick-Muster eben nehmen und diese aber auch dann eben mit den Standardindikatoren kombinieren. Also es ist eine unglaublich, finde ich, geile Geschichte. Warum? Weil ihr mit drei, vier Mausklicks und dann eben Zeit, wo eben dann der Rechner für euch die Arbeit macht, eben dann eben Muster kombinieren könnt. Ich habe jetzt hier beispielsweise auf der rechten Seite mal das Bild gebracht. Da seht ihr eben dann hier, wo ihr das auswählen könnt. Also AI Generate, Experimental schreiben wir dann dazu. Hier könnt ihr dann eben das Ganze eben auswählen im Strategy Analyzer, in, also quasi in der Handelssystemanalyse ist es gedacht oder ist es mit drinnen. Der Punkt AI Generate oder ist eben wie folgt, da ist eben ein internen genetischer Algorithmus, also genetischer Algorithmus ist wichtig, komme ich gleich drauf, eben und der testet eben eure Kriterien auf mögliche Ein- und Ausstiegskombinationen und sucht eben dann nach einem Optimierungskriterium und dieses Optimierungskriterium nennen wir Max Strength. Also sprich, also im Endeffekt ist die Geschichte ganz einfach, ohne dass ihr wirklich irgendwie was zusammenklicken müsst, sucht eben NinjaTrader nach euren 2, 4, 5 Indikatoren, ja, und nach euren Candlestick-Mustern eben nach eben passenden Kombinationen und testet das Ganze auch, ob das Ganze möglichst stabil ist oder nicht. Thema Überoptimierung ist natürlich ein wichtiger Punkt. Daher findet eben dann im Anschluss nach jeder Optimierung oder nach jeder Iteration, besser gesagt, findet eine Monte Carlo Simulation statt. Also durchaus meines Erachtens gut durchdacht, ja. Und im Endeffekt braucht ihr dazu nicht viel. Also im Endeffekt braucht ihr dazu im Endeffekt nur den Zugang zu vernünftigen historischen Daten. TraderFox arbeitet da ja mit der VBD-Gruppe, mit Lenz und Partner zusammen, da bekommt ihr vernünftige Daten und im Endeffekt müsst ihr euch natürlich mit diesen ganzen Backtest- und Optimierungsfunktionalitäten immer mal auseinandersetzen. Trotzdem, glaube ich, eine geile Geschichte. Warum? Weil ihr eben jetzt hier nicht mal klicken müsst, sondern eben auch eben hier, ja, eigentlich mit ein paar Mausklicks wirklich dann Systeme testen könnt. Hier mal ein kleiner Übersichtspunkt, wie denn das Ganze ausschaut, ja. Wir haben jetzt hier 73 Standardindikatoren mit drinnen. Bewusst 73 Standardindikatoren, weil wir erst natürlich, wie immer, wir machen das Schritt für Schritt, ABC, 1, 2, 3, wir gehen so vor, eben, wir testen erstmal diese ganzen Standards, wie kommt es an, was sagen denn unsere Kunden dazu, gefällt ihnen das, macht das Sinn. In einem zweiten Schritt überlegen wir natürlich, ob wir jetzt beispielsweise Fremdindikatoren oder Indikatoren, die ihr selbst entwickelt habt, eben mit hinzunehmen. Also ich habe heute mit einem Kollegen vom Produktmanagement gesprochen, der sagt, okay, das Ganze wird heiß debattiert, denkt eher schon. Des Weiteren haben wir Candlestick-Pattern. Ja, also können jetzt beispielsweise ein Candlestick-Pattern ist beispielsweise so eine Hammerkerze, kann aber auch natürlich diese Three White Soldiers sein. Ja, könnt ihr auswählen, wie ihr möchtet. Ihr könnt dann weiterhin eben auswählen, also verschiedene Entry Conditions oder Einstiegskriterien oder auch Ausstiegskriterien könnt ihr wirklich festlegen. Ja, beispielsweise ein Parabolik-Stop könnt ihr eben mit hinzufügen. Also echt eine tolle Sache, ja, die ich euch wirklich empfehlen würde, dass ihr empfehlen möchte, dass ihr euch das Ganze mal anschaut. Zeige ich euch jetzt dann gleich mal eine Auswertung und ja, komme jetzt auf die letzten paar Punkte der Präsentation zu sprechen und dann schauen wir weiter. Okay, Brokerage News, wir haben für CFD-Händler eben speziell haben wir eben via Self-Invest angedockt. Ja, da könnt ihr jetzt nun CFDs handeln von tausenden Aktien. Und bekommt hier Reuters Aktienkurse kostenlos gestellt. Schöne Geschichte. Hab selber da ein Konto. Funktioniert ganz schön. Ist auf jeden Fall ein Blick wert. Also hier, womöglich, kontaktiert ihr auch diese Firma. Dann habe ich die Erlaubnis bekommen, vom Simon mal auf andere Provider ein bisschen hinzuweisen. Also, wie gesagt, wir bauen natürlich unser Partnernetzwerk. Wir bauen hier unser Partnernetzwerk auch auf. Ich gehe jetzt nochmal hier nochmal zurück, weil hier eine Frage nochmal kam vom Jan, war gerade abgelenkt. Es kam eine Frage, ob eigene Indikatoren eingebunden werden können. Das wird kommen, Jan. Also wie gesagt, statt diesen 73 jetzt Standardindikatoren
werden auch in der nächsten Schritt von dieser KI-Generierung werden wir auch dann eigene Indikatoren mit hinzunehmen, eben, die du dann hinzufügen kannst und testen kannst. Genau. Hier ein Punkt, auf den ich euch hinweisen möchte, ist ein Mitglied von der Ninja Academy, ist ein Kunde auch von TraderFox, der Vornamen heißt der Frank. Der hat im Endeffekt was gebaut, was er sinnvoll findet, und ich finde es auch sinnvoll. Ich habe es getestet, finde es mega cool, offen gesagt. Ja, er hat eine Webseite, die heißt logyourtrades.com, und im Endeffekt macht er Folgendes: Es ist eine Schnittstelle dann vorhanden vom Ninja Trader eben dann zu seiner Webseite, wo ihr dann eben eure Live-Performance von euren Einzelsystemen eben tracken könnt. Also Log Your Trades, also eben, ja, könnt ihr eben hier quasi ein Log, eine Performance Summary, wie man es auch nennen möchte, eben erstellen. Und das Ganze, dazu müsst ihr nichts tun, da müsst ihr kein, ja, im Endeffekt nichts schreiben, gar nichts machen. Im Endeffekt macht eben die Webseite, die Programmierung eben von Log Your Trades, macht eben da voll alles. Im Endeffekt könnt ihr hier dann eben unterscheiden, Strategie 1, ja, könnt ihr eben die Performance rauslesen, und Strategie 2 könnt ihr die Performance rauslesen. Also sprich, der manuelle Prozess des Ganzen, ja, fällt komplett weg, wenn ihr live handelt. Im Endeffekt ist es so, dass die Webseite eben von Frank, wie gesagt, Log Your Trades, das komplett übernimmt. Ihr wird da im Endeffekt so eine Beta-Phase eben starten, eben im September. Soweit ich weiß, wird es da vom September bis Dezember oder Ende Dezember wird er nicht einmal irgendwelche Kosten verlangen dafür. Der Vorteil von euch nochmal ist das: Wenn ihr bei TraderFox beispielsweise den Charlie-Roboter oder drei, vier Modelle vom Charlie oder drei, vier Eigenschaften vom Charlie handelt, dann könnt ihr das hier dann unterscheiden, wie denn die Performance wirklich war, nach einem Monat, nach 2 Monaten, nach 5 Monaten im Live-Betrieb. Ja, das ist natürlich dann deutlich schwerer, dann rauszufischen, eben dann auf den Live-Konten, wenn man dann nur die Kontoauszüge sieht. Also meiner Meinung nach eine coole Geschichte. Man sieht auch die Drawdowns der einzelnen Trades. Man bekommt auch eine E-Mail-Benachrichtigung. Ich habe jetzt hier mein E-Mail-Postfach nicht auf, aber wie gesagt, ist wirklich eine tolle Sache. Und dann last but not least, hier auch noch ein Hinweis auf ein Backtest-Tool, das hier auch ein Partner von NinjaTrader gebaut hat, BlackCherry Invest, der Daniel Zinnig. Im Endeffekt ist das hier eben, ja, da könnt ihr beispielsweise NinjaTrader-Strategien miteinander kombinieren. Ihr seht jetzt hier mal eine Strategie von mir, Eurostoxx, dann Microsoft kombiniert eben mit hier drei Strategien eben kombiniert, die dann eben ein Portfolio eben ausspuckt oder ein Portfolioergebnis ausspuckt. Das ist ja was NinjaTrader leider nicht kann. Und NinjaTrader kann hervorragende Best-Backtests machen auf Einzelstrategien natürlich, aber im Backtest von Portfolios tut er sich leider ein bisschen schwer. So, ich gehe jetzt weg von meiner Präsentation und komme mal zu meiner NinjaTrader-Oberfläche, die ich jetzt hier schon wieder zerdeppert habe. Sehe ich gerade, das wollte ich nicht. Das war es auch nicht, das Fenster. Okay, wunderbar. Okay. Ich zeige jetzt im Endeffekt das Fenster oder jetzt die Übersicht, die ihr jetzt hier sehen könnt. Das ist im Grunde jetzt das, was wir heute bei dem Webinar bisher besprochen haben. Im Grunde hier mal diese Equivolume Bars. Ja, also die sind hier unter dem Punkt Chartstil auszuwählen. Also hier der Punkt Equivolume. Also sprich nochmal, je dicker das gehandelte Volumen, ich hoffe, das ist jetzt gut zu sehen, je dicker das gehandelte Volumen, desto, ja, breiter oder so wird dann die Kerze verglichen mit den anderen Kerzen. Also sprich hier eine ganz eine gute Geschichte. Dann darunter, und ich habe es am Anfang vom Webinar angesprochen, hier ein Punkt, den ich meines Erachtens oder den ich ganz wichtig oder ganz interessant finde: Diese Indizes, ja, die ihr hier habt. Also das ist jetzt hier in den Punkt Datenserien, ist das Ganze auch zu finden. Ich zeige euch das mal. Da gibt es eben je nach Provider verschiedene Instrumente. Ja, also hier beispielsweise habe ich ausgewählt die von der New York Stock Exchange, diese Advancing Issues, Declining Issues. Also hier sieht man dann beispielsweise,
ob jetzt hier mehr Aktien steigen oder fallen. Dann gibt es hier eben verschiedenste eben Punkte, die man hier noch auswählen kann. Ja, volumenabhängig beispielsweise oder beispielsweise auch der Dow Jones Transportation Index, der natürlich gern auch als Vorläufer genommen wird. Ein Punkt eben noch hierzu, wenn ihr die Möglichkeit habt, also CQG, Kinetic, aber ich glaube auch Lenz und Partner, glaube ich, unterstützt das Ganze als Option. Schaut euch das Ganze mal an. Die Advancing Declining Issues ist auf alle Fälle eine interessante Möglichkeit, um eben hier, ja, womöglich auch was für die Handel, für den Handel eben, ja, interessante Ansätze zu finden. Ja, das dazu, auf alle Fälle meines Erachtens, wie gesagt, eine interessante Geschichte, dass man hier ein bisschen mit Indizes arbeitet. Ich möchte jetzt nochmal auf diesen Strategy Analyzer zu sprechen kommen, maximiere das mir mal, und zeige euch mal, wie das Ganze ausschaut, dieses AE Generate. Ja, ich habe jetzt hier einfach testweise, ich spiele mich nicht da viel mit rum, habe ich jetzt hier mal was gebaut, einfach nur wild zusammengeklickt, eben zwei Indikatoren mit fünf Candlestick-Pattern und kann eben hier dann eben speziell wählen, was ich jetzt hier haben möchte. Das Interessante dabei ist folgendes, man kann eben, wenn man hier auf View geht, kann ich mir dann im Code schon anzeigen lassen, eben die Strategie. Und das ist eben, glaube ich, was Besonderes, dass NinjaTrader jetzt hier sehr, sehr viel euch an Arbeit übernimmt. Das ist ähnlich dann beim Strategy Builder, wenn man sagt, okay, View Code, und dann kann man das Ganze natürlich dann für sich auch abändern. Die Eigenschaften dahinter kann man eben festlegen, wie gesagt, hier mit dieser Auswahl der Indikatoren, also wie gesagt, hier sind noch die Standardindikatoren drinnen. Dann haben wir hier bei den Candlestick-Pattern eben riesige Auswahl. Ich habe jetzt hier meinen Hammer, Hanging Man, Inverted Hammer, Morningstar genommen. Das wird natürlich dann immer weniger, wenn man das natürlich kombiniert mit verschiedenen Trades, beispielsweise mit verschiedenen Indikatoren, dass man hier eben dann eben auf Ergebnisse kommt. Dann können wir hier noch bei den Entry Conditions eben sagen, okay, schau bitte hier auf Tage, die profitabel sind oder nicht. Schau dir das Ganze an. Dann sieht man eben beispielsweise hier, in dem Beispiel wäre jetzt hier das Ganze schön profitabel und ein Handelstag beispielsweise negativ wäre, würde dann nicht gehandelt werden. Und dann haben wir hier bei den Exit Conditions eben weiterhin Möglichkeiten, das Ganze eben nochmal zu fixieren, dass man sagt, okay, arbeite mit dem Parabolikstopp, Timestopp und so weiter, arbeite mit Stops und Targets. Und das Ganze schaut dann eben dann so aus, dass eben dann eben hier eine Auswahl gefunden wird oder gemacht wird. Und dann hätten wir hier beispielsweise anhand verschiedener Candlestick-Mustern kombiniert mit Indikatoren eben dann eine schöne Anzahl von Trades. Wie gesagt, ist eine interessante Geschichte, wird auch erweitert werden. Kann ich euch, wie gesagt, nur ans Herz legen, speziell um es da bitte auch Feedback zu geben. Wie gesagt, wenn ihr programmieren könnt, dann haben wir hier eben die Möglichkeit eben oder habt ihr die Möglichkeit, hier das Ganze nochmal noch weiter aufzubohren. Ansonsten könnt ihr natürlich dann auch weiterhin eben im Strategy Builder oder so, oder auch in der Programmierung selber natürlich Strategien natürlich bauen. Dann bin ich jetzt ehrlich gesagt mit den Themen ein bisschen durch. Ich würde mich freuen, wenn ein paar Fragen kommen würden. Wichtig ist Folgendes, ich habe euch ja hingewiesen darauf, auf das Ganze mit unserem Support, dass ihr bitte euch an unseren Support wendet, an plattformsupport.ninjatrader.com. Dann zeige ich jetzt nochmal hier diese Lock Your Trade Seite. Das sind jetzt hier Trades, die ich gemacht habe die letzten Tage, einfach um hier euch mal zu zeigen, wie das Ganze ausschaut. Ich habe jetzt hier keine Strategy ausgewählt, weil eben das jetzt hier ein diskretionärer Handel war. Man hat eben hier aber auch die Möglichkeit, mit Limits zu arbeiten, dass man hier eben benachrichtigt wird, wenn dann ein Drawdown-Limit eintritt, wenn ein Profit-Limit beispielsweise eintritt. Und man wird auch bei jedem Trade beispielsweise benachrichtigt, wenn er offen ist, wenn er geschlossen ist, wie denn beispielsweise der maximale Drawdown auch war, während der Trade offen war. Also nimmt euch viel Arbeit ab. Schaut euch das Ganze an. Ich gehe jetzt nochmal auf die Seite. Ich weiß es nicht, ob man sich da schon registrieren kann oder nicht, wenn ich ehrlich bin. Ja, ich glaube, ihr könnt ihm auf alle Fälle eine Nachricht schreiben, dass ihr euch da vielleicht irgendwie registrieren könnt für diesen Testzeitraum von 3 Monaten. Ich glaube, ganz eine coole Geschichte. Okay. Ja, dann möchte ich mich bei euch bedanken für eure Zeit, dass ihr teilgenommen habt hier bei diesem Webinar. Tut mir leid, wir waren irgendwie eine Minute oder zwei zu spät dran.
Aber ja, Technik und ein bisschen ist dann doch schon eine gewisse Zeit her gewesen bei mir, wann ich das letzte Webinar gemacht habe. Genau, dann vielen Dank auf alle Fälle und ja, gerne, wie gesagt, meldet euch bei uns bei Fragen und ja, schönen Abend euch und ich glaube, Simon hat jetzt auch ein Webinar, wo auch eine Strategie, glaube ich, vorstellt. Okay, alles Gute und